Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Kraftupdate. Ich möchte heute euch zeigen, wie ich dieses Mini-Album gemacht habe. Die Idee, aus dem Fotorahmen so ein Album zu machen, hatte die Nicole. Das Video verlinke ich euch. Ich habe eine komplett andere Bindung genommen. Und will ich jetzt auch nicht zeigen, wie ich das gemacht habe, sondern es geht mir hier um die Bindung, wenn ich das Tutorial mache. Ja. Das ist so eine Ziehharmonika-Bindung und ich habe hier hinten Moosgummi genommen, um das zu verbinden, also praktisch einen Buchrücken zu machen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und ja, es ist recht stabil durch diese Bindung und ich zeige euch jetzt mal die Innenseiten. Hier gehört noch so ein Schutzding rein, das habe ich jetzt rausgemacht, weil ich mich daran andauernd spiegel. Und auch die Lampe sich darin spiegelt. Das fand ich ein bisschen unangenehm. So, das ist jetzt die erste Seite. Die erste Seite habe ich auch direkt an diesem Fotorahmen festgeklebt. Da ist dann auch schon der erste Tag drin. Ich habe das dann so gemacht, dass ich hier drei Tags gemacht habe. Dann ist ja hier dieses Label. Und hier habe ich auch noch einen Tag, der dann seitlich rausgeht. Und dieses Label habe ich beim zweiten Rahmen abgemacht. Auf der nächsten Seite ist auch wieder, das ist immer oben offen. Und da habe ich dann hier keinen Tag gemacht, sondern ja, so ein Einstecklabel, den man auch rausnehmen kann. Hier hinten möchte ich noch weißes Papier drauf machen, dass man hier vielleicht einen Text drauf schreiben kann. Hier können noch Fotos rein. Das kann man dann hier wieder ganz normal einstecken. Das ist auch so gut, dass es nicht nochmal extra Magneten brauchte. So, dann kommen wir zur nächsten Seite. Die habe ich dann so gemacht. Die habe ich mit Magneten festgemacht. So, dass man es aufmachen kann, dass man viel Platz für Fotos hat. Und hier ist dann auch schon wieder Tag drin. Da muss ich noch was weißes Blatt draufkleben. Dann kommen wir schon zur nächsten. Die habe ich dann wieder so gemacht mit diesem Einstecktasche. Muss ich auch noch was Weißes drauf machen. Ich habe auch alles abgerundet, das lässt sich dann irgendwie besser reinstecken. Hier habe ich gar nichts gemacht, das habe ich einfach so gelassen. Dann ist auf der Seite wieder ein Tag. Und hier hinten ist dann wieder die Möglichkeit, ein Foto zu kleben. Und hier habe ich so einen Falt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und ich habe auch noch Probleme, das zu öffnen. So, kann man dann hier einmal auch Fotos reinmachen, je nachdem, wie man sich das anordnen möchte. Und das Ganze lässt sich dann auch ganz leicht wieder schließen. Ich bräuchte eigentlich kein Schleifenband, aber ich habe das mal gemacht. Ich fand das ganz gut. Die letzte Seite ist dann auch wieder festgeklebt im Rahmen und da habe ich dann auch wieder einen Tag drin. Da muss auch noch was drauf. Ja, das ist schon das ganze Album, was ich gemacht habe. Wenn es euch interessiert, wie die Bindung funktioniert, dann nehme ich euch gern mit, weil ich mache noch ein Album. Und wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, was ihr dazu braucht, sind zwei dieser Alben. Oder ihr nehmt was anderes als Buchdeckel. Graupappe geht da natürlich auch, dass ihr eine Graupappe gestaltet. Also da braucht ihr zwei von. Und dann brauchen wir für die Bindung ein 5¼ x 11 Inch großes Teil. Dann brauchen wir für die Seiten
5¼ × 10½ Inch. Die brauchen wir dann 6-mal. Das Teil brauchen wir nur einmal. Und dann brauchen wir noch 2 für die Einstecktaschen. Das ist 4¾ mal, da habe ich eine A4-Seite genommen und bei 4¾ gekürzt. Und dann braucht ihr noch verschiedenes Designpapier, aber das können wir ja später machen. So, wir legen jetzt erstmal los mit der Bindung. Auf der langen Seite, kommt jetzt ein bisschen nah, guckt jetzt hier nicht darauf, dass es länger als 11 ist. Ich habe es hier auch noch nicht abgeschnitten. Das mache ich jetzt gleich noch. Also das Teil sollte 5¼ Inch × 11 Inch sein. Und das falzen wir uns jetzt bei jedem halben Inch. Und das Ganze wird dann im Zickzack gefalzt, also so, dass so eine Ziehharmonika entsteht. Und deswegen guckt, wenn ihr ein dünneres Blatt Papier habt, ich habe jetzt hier glaube ich 160 Gramm, das reicht völlig aus, aber ich falze es dann auch wirklich nur einmal, so nicht zwei oder dreimal so runter, sondern einmal reicht völlig aus. Dann drehe ich das Ganze so rum, weil ich auch zur anderen Seite falze, und mache nochmal ganz leicht jeden halben Inch, so dass ich es dann auch wirklich gut falzen kann. So. Und dann falzen wir das Ganze auch schon. Den ersten nach oben. Also so, dass dann wirklich ein Zickzack entsteht, also wie eine Ziehharmonika. Und ihr müsst hier gut darauf achten, dass es auch wirklich gerade wird. Wenn ihr mehr Seiten braucht, ich zeige euch ja gleich, wie die Seiten hier angelegt werden, dann macht einfach nochmal eine Bindung ran. Das müsst ihr ja dann nur ineinander legen. Ne? Also den letzten Teil, den muss ich abschneiden. Das habe ich vorhin noch nicht gemacht. Ich mache das mal ab. So, und jetzt brauchen wir die Seiten. Die sind 10¼ × 5¼. Wenn ihr einen 12×12 Cardstock nehmt, kriegt ihr 2 raus, beim A4 kriegt ihr 1 raus und habt noch ein bisschen Rest. So, das falzen wir uns jetzt in der Mitte, das heißt bei 5¼. Und da braucht ihr 6 Seiten von, wenn ihr das so macht, wie ich es gemacht habt. Wenn ihr mehr braucht, macht euch gleich mehrere Seiten fertig. Und wenn ihr weniger machen wollt, dann müsst ihr auch die Bindung ein bisschen kürzen. So, ihr nehmt euch dann eine Seite. Und wir wollen ja, dass die Seiten Taschen haben. Das heißt, wir kleben die einmal hier und hier, hier bis zur Falzlinie mit doppelseitigem Klebeband.
Nehmt am besten dünnes, dann passen auch die Tags nachher später rein oder die Einstecktaschen. Und dann wird das Ganze zugeklebt. Nochmal schön angedrückt. Und ihr habt hier oben diese Tasche, wo ihr was reinstecken könnt. Das brauchen wir jetzt 6-mal. Und wenn ich das fertig habe, sehen wir uns wieder. So, nachdem wir jetzt diese Falzung gemacht haben und die Seiten fertig haben, legen wir los und bauen die Seiten ein. Und wir passen jetzt auf, dass wir die Klebeseite nach innen packen. Ups. Also Klebeseite nach innen und Öffnung Klebeseite nach innen und die Öffnung nach oben. Und das kommt dann gleich hier in die erste rein. Das heißt, wir müssen uns einmal und auf der anderen Seite macht das relativ nah an der Falzung, weil da soll es ja dann auch kleben. Wer sich unsicher ist, kann dazu dann auch noch Flüssigkleber verwenden, dass es dann wirklich richtig hält. Ich habe hier sehr starkes doppelseitiges. Nochmal, dass wir es richtig haben. Also hier, wo wir es zusammengeklebt haben, das sollten wir verstecken und gucken, dass auch wirklich oben das Loch ist. Dann legen wir uns das Ganze hier gut an. Und das wäre dann die erste Seite, die wir verklebt haben. Wie gesagt, die kommt gleich ganz am Anfang in die Talfalte rein. Jetzt ist die Besonderheit so, bei dem anderen wäre es ja immer so, dass wir das so hätten und dass so eine Bindung entsteht, die ja dann so aussieht. Das ist jetzt hier nicht. Also das heißt, wir lassen jetzt einmal diese Talfalte aus, gehen in die nächste und das kleben wir jetzt wieder. Wieder gut am Rand. Da, wo die Seite dann später auch am meisten Halt braucht.
dann nehmen wir uns die nächste fertige Seite. Hier ist die Klebeseite, hier die offene und das kommt dann wieder hier so rein. Also vielleicht würde es sich sogar wirklich anbieten, weil ihr müsst ja auch gucken, dass die Seiten gut übereinander liegen, dass man vielleicht doch mit flüssigem Kleber arbeitet. Aber bei dem ersten Album habe ich es auch so gemacht. So. Und das wäre dann die Seite, die wir haben. So funktioniert das dann. Und das heißt dann, wir lassen hier diese Teilfalte wieder aus und nehmen einfach wieder die nächste. So, wir sind jetzt auf der letzten Seite. Das heißt, hier haben wir wieder eine freigelassen. Und das habe ich schon beklebt. Und jetzt suchen wir uns wieder das Teil. Die Öffnung, die geht diesmal so lang, also nach außen. So, das heißt, die Öffnung legen wir uns dahin, wo dann außen ist, wo wir blättern. Ganz abgemacht und auch noch beide Seiten. Ich bin so doof. So. Und das kommt rum. Und fertig sind wir. Das wäre dann die Bindung. Und wir machen uns jetzt auch schon an die Innengestaltung und an die Tags. Weil die Bindung kommt erst ganz am Schluss, also nicht die Bindung, sondern der Moosgummi, der kommt erst zum Schluss ran. Und jetzt haben wir noch mehr die Möglichkeit, hier das zu designen. So, jetzt haben wir die zwei Einstecktaschen. Und zwar bauen wir da an die Länge von einem A4 und die Breite 4 3/4. So, auf der langen Seite falzen wir es dann auch bei 4 3/4 und dann einmal drehen und dann falten wir es hier bei 1 3/4. Man könnte es auch so machen, aber das ist so eine blöde komische Zahl, diese Zwischenzahlen hat auch nicht jeder und deswegen habe ich es umgedreht und hier bei 1 1/3 gemacht. Das Ganze falzen wir dann einmal so. Und das kommt entgegengesetzt. Und das wäre dann auch schon die Tasche, die wir so einstecken. Und hier für die Tags zum Halten, die Tasche. Das brauchen wir zweimal. Das habe ich schon fertig gemacht. Und dann brauchen wir für 4 Tabs wieder die Breite 4 3/4. Und hier habe ich es bei 8 1/4 gelassen. Das war die Breite von einem A4-Blatt. Weil wir uns das später dann noch runterkürzen. Jetzt würde ich nämlich erst die Tabs dran machen. Da habe ich mir dann diese Tabs genommen und habe mir die dann so angelegt durch die Big Shot gejagt. Dann habe ich den nächsten Tab genommen und habe ihn dann so angelegt,
weil hier oben brauchen wir ja 3 Stück, dass es alles schön mittig ist. Und den nächsten machen wir dann wieder außen. So. Ich jag das jetzt schon mal durch die Big Shot und dann sehen wir uns wieder. So, wenn wir den Tab gemacht haben, das könnt ihr natürlich auch super gut mit dem Punchboard machen. Dann gucke ich hier, wo diese untere Seite vom Tab ist, liegt das bei 5 Inch an. Und dann kürzen wir das. Ich habe es vorhin schon ein bisschen gekürzt, weil sonst wäre es nicht durch die Big Shot gegangen. Dann wende ich mir immer die Seiten. Ich finde, die sieht erstens besser aus. Das runden wir uns nachher auch noch ab, aber dazu brauche ich erst den nächsten Tab. Das lässt sich dann einfach auch besser reinstecken. So, machen wir den nächsten. So, jetzt haben wir schon mal die andere Außenseite. Das kürzen wir uns wieder auf 5. Runden uns wieder die Seiten ab. Und jetzt lege ich mir das nämlich so an. Zeichne mir hier die Rundung nach. So in etwa. Und schneide das nach. Und dann haben wir hier auch eine Rundung. So, und jetzt kommt gleich noch das Mittelteil. So. Jetzt kürzen wir erst wieder auf 5. Sieht ein bisschen schräg aus. Ja, ist ein bisschen schräg angelegt, aber das macht nichts. Das kürze ich dann einfach ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir die 3 Tabs. Das kann man noch so ein bisschen regulieren. Ihr seht, wie super easy das reingeht. Das wird nachher noch ein bisschen schwieriger, wenn die Bindung dran ist. Aber desto wichtiger ist es auch, dass wir da gut arbeiten. So, das wären jetzt die 3. Wie gesagt, das kann man noch so ein bisschen ausrichten. Wie ihr das dann anordnet, ist euch überlassen. Dann haben wir ja noch die 2 Einstecktaschen und wir müssen auch gleich noch einen Tab machen. Ich kann das ja so hinlegen. Der Tab kommt ja hier raus. Und dann wäre das Ganze in etwa so. Das zeichnen wir uns einfach wieder an. Wie ihr das dann später anordnet, ist dann euch überlassen. Bis auf die letzte Seite natürlich, wenn ihr das auch so macht. Wäre das so. Und hier wäre ja
dieses Label, wenn man es dran lässt. Deswegen fand ich es da eine ganz gute Idee. So. Ich nehme ja zwei gleiche. Und dann mache ich es dann auch so, dass ich ein Label raustrenne. Das geht auch ganz einfach, weil das will ich dann nur vorne haben. So, dann sind wir damit schon fertig. Also das ist das Grundgerüst für dieses Album. Jetzt klebe ich noch mit euch zusammen die erste Seite ein, weil da gibt es noch so einen kleinen Trick. Und den Rest der Deko, dem ja, müssen wir nicht zusammen machen. So, jetzt mache ich weiter mit der Innengestaltung. Und ich habe da diesen Block, diesen Designblock von Black, den ich im Teddy bekommen habe. Und der hat immer zwei Blätter von jedem drin. Und da waren immer zwei, ich kann euch das mal hier zeigen, weil das habe ich nicht gebraucht. Da sind immer zwei so Watercolor und dann die dazu passenden Designpapiere. Und da habe ich den 15x30 genommen, weil den brauchte ich gar nicht viel kürzen. Und das habe ich mir so gemacht, dass ich, je nachdem, was ihr da für Seiten nehmt, welche Farbe, dass ich hier bei mir noch den schwarzen Rand sehe. Das finde ich immer ganz gut. Das sieht immer richtig toll aus. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel zehn Viertel. Genau, 10 ein Viertel mal 5, ein Achtel, glaube ich, ist das. Genau. Aber das müsst ihr dann bei euch abmessen, je nachdem, was ihr für Seiten macht. Und da war halt dann noch so ein Abschnitt über. Und dieser Abschnitt passt perfekt hier drauf. Also den muss man dann noch ein bisschen kürzen. Aber der passt dann perfekt hier drauf bei dieser Tasche, bei diesem Einsteck-Tag oder wie man das nennt. So, ich mache das jetzt mal, diese ganzen Einstecksachen mache ich jetzt mal raus. Damit wir hier wirklich nur Grundalbum haben. So. Diese Seite kommt ja dann hier ran, also praktisch hier so wird festgemacht, wie das andere auf der anderen Seite. Also wir brauchen dann diese Seite und da klebe ich mir klebe jetzt mit beiden Sachen. Ich finde immer hier den Anfang nicht. Okay. Also ich klebe mir einmal hier ganz eng doppelseitiges Klebeband auf beiden Seiten von dieser Falz. Ganze dann auch noch mit Flüssigkleber. Das ist nur dafür gedacht. Und dann mache ich noch zwei so auf die Seite. Also das ist dafür gedacht, dass ich das Designpapier, gerade wenn es ein bisschen dünner wäre, ich habe jetzt nicht ganz so dünnes, aber wenn das Designpapier ein bisschen dünner wäre, dann wälzt sich das gern, wenn man das auf und zu macht. Und so kann sich das halt nicht verschieben. So, jetzt einmal andrücken, dann kriegen wir es leichter ab. Dann wird das auch schon abgemacht.
Quatsch, das mache ich doch hier drauf. Ja, das ist der Vorführeffekt. Also, immer daran denken. Zum Glück habe ich Tombow genommen. Den kann ich nachher schön wegradieren. Immer auf dem Designpapier den Flüssigkleber, weil wir haben ja hier den Rand und ich habe jetzt schon weit über den Rand hinaus den Kleber drauf gemacht. Ist vielleicht ganz gut, das auch mal zu erwähnen. So, ich mache halt hier gut Kleber drauf, weil ich habe hier auch ein bisschen dickeres Papier. Da gucke ich, wie ich das gerne drauf haben möchte. Und ich suche mir hier auch direkt die Mitte. Nicht nachher abradieren, aber das war gut zum Vorführen, damit ihr den nicht den gleichen Fehler macht. Ich habe es jetzt ein bisschen schief drauf geklebt, aber das macht nichts. Das fällt keinem auf. So, ich werde das Ganze jetzt dekorieren und den Text fertig machen und wir sehen uns dann später zum Rest der Bindung wieder, weil wir müssen erst alles fertig dekorieren, sonst können wir hier nicht mehr richtig die Seiten designen. So, nachdem jetzt alle Seiten drinne fertig sind, ich habe so einen kleinen Fail eingebaut gehabt. Und zwar hatte ich hier vergessen, die eine Seite, die ich mir so gemacht habe, das habe ich komplett vergessen. Habe mir das dann aber so gelöst. Hier sind die Magnete drunter versteckt. Und ja, hier fällt es nur ein bisschen auf, aber ist alles irgendwie Design und ist nicht so schlimm. Wir kommen jetzt, das Viereck hier hinten baue ich auch später ein. Das muss nicht gleich gemacht werden. So. Was ich noch gemacht habe, und das solltet ihr vielleicht auch machen, bevor ihr das Designpapier hier reinklebt, ich habe die Ecken abgerundet. Und dann vom Designpapier natürlich auch die Ecken abrunden, so wie ich es hier auch gemacht habe. Das habe ich leider auch vergessen. Aber so ist das. So, dann nehmt ihr euch so ein kleineres Teil Moosgummi, schneidet das so recht. Ich habe jetzt hier 11,5 mal 13,4 genommen. Diese 13,4 sind diese 5 ein Viertel. Und hier habe ich 4,5 Inch. So, also das muss von der Größe her so groß sein wie euer Menüalbum halt. Und dann wird das ja hier so rumgeschlagen. Die Seiten drückt ihr euch ein bisschen zusammen. Und dass es dann hier auch noch ein bisschen mehr Platz hat. Und dann kommen ja später die Seiten hier so drauf und halten das Ganze noch. So, jetzt gucke ich mal ungefähr, wie ich es hier gemacht habe. Hier habe ich genug Platz gelassen, dass es nicht ganz so gefrommelt ist. 2,5 cm circa. So. Jetzt klebe ich mir das erst hier ein bisschen. Also das, was praktisch dann auf dem Cover drauf ist. Müsst ihr vorher mal ein bisschen abmessen. Leg mir das dann drauf. Das Ganze muss natürlich gut festkleben. Man hätte vielleicht auch wieder mit beiden Sachen arbeiten können. Das mache ich jetzt mal hier.
gar nicht schaden. So, jetzt gucke ich hier in etwa, dass ich das auf 2,5 cm zusammendrücke. Vorher sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen was drauf machen. Ich denke bis hier, ja. Falls ihr da ein bisschen schief geworden seid, kann man das nochmal ein bisschen zurechtschneiden. Jetzt haben wir ja hier den Rahmen, da lasse ich das alles drin und der wird dann hier so draufgesetzt. Mache ich wieder mit doppelseitigem Klebeband. Geht nicht ganz zum Rand. Immer meine Schere und das Falzbrett von Kleberesten befreit. Das sah jetzt schon so dreckig aus. So. Mach da ruhig ein bisschen was drauf, weil das muss ja halten. So, hier habe ich es jetzt wieder so gemacht, dass ich doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber genommen habe. Dann lege ich mir das Ganze so runter und schaue, dass ich hier vorne und oben und unten das gut treffe. Und dann habe ich schon mal den Buchdeckel. Bei der anderen Seite genau dasselbe. Und hier
Wenn ihr euch das raustrennen wollt, müsst ihr einfach nur hier das ein bisschen lösen, weil das ist ein bisschen festgeklebt. Dann geht ihr mit der Schere da einfach ein bisschen tiefer rein. Passt auf, dass ihr euch den Filz nicht zerschneidet. So, ihr braucht da auf jeden Fall eine schärfere Schere als ich habe. Und dann ist das auch draußen. Ihr seht es ja, so wie hier, da ist nichts mehr zu sehen. Gut, das war's mit diesem Mini-Album. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen und lasst mir doch auch ein Abo da. Bis dann!